Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist euer Lord of Carry vom Shop Clubber Fernsehen. Wir haben 1:37 Uhr und ich bin gerade zurück vom Kreiswerk Samstag und ja, ich habe gedacht, ich erzähle euch einfach mal, wie der Samstag so war, bevor ich schon über den Sonntag den nächsten Tag einen Bericht schreibe. So. Freitagabend haben wir ja schon 4 Zimmer Küche Bad gespielt. War super geil. Tolles Set, super Bühnenshow, aber leider nicht so ein toller Sound. Also die Backings vom MIDI kamen überhaupt nicht an. Die Gitarre auch nicht, aber das hat sich wenigstens im Laufe des Konzerts geändert, gebessert. Sonst war es ein super toller Auftritt, wie von 4ZKB gewohnt. Ich habe eigentlich mit nichts anderem gerechnet. Genau, heute ging es dann los mit Blinde Wut. Hab mir erzählen lassen, es soll ein sehr guter Auftritt gewesen sein. Auch mit viel mehr Besuchern wie im vergangenen Jahr. Habe ich aber leider nicht geschafft, pünktlich da zu sein. Das ist immer im Kalkwerk immer schwierig, ne? Aber so ist das nun mal. Genau. Für mich ging es also los heute mit Hanging Dogs. Das ist eine neue Band von Danny Silver, den man ja kennt durch zum Beispiel Radio Central. Ist ja oldschool. Sie sagen sehr, sehr oft ihren Namen. Es war ihr erster Auftritt. Dafür ziemlich geil. Die Musik ist nicht wild, aber sie pumpt gut. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es pumpt einfach. Gefällt mir auch sehr gut deswegen. Und ja, als alter Black Sabbath-Fan habe ich mich natürlich besonders gefreut, dass sie einen kleinen Ausflug gewagt haben zu Warpix. Hätte ich eigentlich geil gefunden, hätten sie das ein bisschen länger gemacht, weil es war wirklich nur die erste Strophe quasi. Aber gut, trotzdem ganz schön. Paris ist ja die dienstälteste Kalkwerkband und die können es einfach. Genau das habe ich hier notiert. Ich habe hier mein Handy in der Hand, mein zweites Handy, weil ich bin ein bisschen verkalkt. Ich weiß, für den Gag gewinne ich keinen Blumentopf mit dem Gag, aber ja, die können es einfach. Paris kann man sich immer wieder anschauen, weil Paris sind einfach gut. Die Half Humans kamen danach. Die sind genauso alt wie Paris, aber sind halt deutlich, deutlich härter, deutlich schneller und ja, ein bisschen simpler die Musik, aber es gefällt mir. Also Half Humans immer wieder schön. Dann kam Check und DJ Mord und haben erstmal ein paar Beats gebastelt und gebaut. Dann erst kam der Rap. Die Texte von Checko sind halt eher im humorigen Sektor angelegt. Also humorig ist auch gar nicht das richtige Wort. Es ist schwierig zu sagen, worüber rappt Checko. Aber ich finde es geil. Also es ist einfach, er hat einen geilen Flow, er hat geile Rhymes und ich mag seine Stimme und Checko passt einfach. Und DJ Mord als Begleit-DJ dazu. Bombe, kann man nichts anderes sagen. Various Heat haben die Genregrenzen ziemlich klar ausgelotet. Sind mal ein bisschen härter, mal ein bisschen grooviger. Und tja, am Ende gab es tatsächlich ein Placebo-Cover. Wer hätte das gedacht? Das ist die Band, über die ich immer wieder erzähle, dass der Sänger klingt wie der Sänger von Placebo und deswegen jetzt endlich mit einem Placebo-Cover abgeschlossen, fand ich sehr konsequente, sehr, also Daumen hoch dafür. Volksverräter waren, ja, das ist meine Katze übrigens, Volksverräter waren überragend, so habe ich es hier stehen. Genauso muss Punkrock sein. Es sind 3 bis 4 Sänger. Die singen nicht alle gleichzeitig, zumindest nicht immer, aber kommt durchaus vor. Und haben ein bisschen früher angefangen, als sie im hätten gemusst. Ja, enorm viel Bewegung vor der Bühne verursacht, vor allen Dingen. Es gab sofort Pogo, es ging sofort auf die Fresse. Volksverräter, sehr, sehr toll. Ja, Leute, Boiler. Wie viel habe ich schon zu Boiler gesagt, getan und geschrieben? Boiler ist einfach Knaller. Eric hat mir, nachdem er seine Reise beendet hat, habe ich mit ihm telefoniert. Er ist ja auch mein Webhost. Und er hat gesagt, ja, es spoilert schon wieder. Und Alter, wie es spoilert. So viel Energie, so eine verdammt sauenergiegeladene Truppe habe ich noch nie gesehen. Auch nicht bei Boiler. Also der Bassist Simon tut dem ganzen Projekt unglaublich gut. Ist auch sehr, sehr ordentlich dabei bei den Live-Auftritten im Sinne von Background-Gesang und so weiter. Es war wirklich, wirklich geil. Alte, neue Kracher in der Setlist. Enorm viel Spaß, das hat man den allen Vieren angemerkt.
Und ja, die, ich glaube, längste Polonaise, die das Kalkwerk jemals gesehen hat. Also, wow, Boiler, wirklich nennenswert übertrieben fett. Das gleiche natürlich auch bei den Bonnings. Und bei den Bonnings habe ich mir ein paar Zitate notiert, die ich einfach schön fand. Wenn es euch nicht gefällt, ist es genau richtig. Denn Punk soll nicht gefällig sein. Definitiv richtig. Bezüglich der Europawahl, die ja heute stattfindet, wählt für die Liebe, wählt für die Freiheit. Und Bubonics Bombe. Also spätestens bei Vollgas stand das Kalkwerk einmal auf links gedreht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Bubonics als Headliner. Sowieso richtig. Am Kalkwerk im Heimspiel. Wahnsinn. Wahnsinn. Das kannst du sagen. Headliner war Trisha. Trisha ist eine Afro-Pop-Sängerin. Es war, kurz gesagt, war es Dancehall und Reggae. Es war enorm entspannt. Die Frau hat eine unsagbar, unfassbar gute Stimme. Hat über 90 Minuten Programm gemacht. Also definitiv, definitiv verdient. Und das war der Samstag schon. Wie gesagt, über den Sonntag wird es wahrscheinlich eher einen geschriebenen Bericht geben. Freue ich mich sehr drauf, wenn ihr das liest. Jetzt hoffe ich, dass euch das Video nicht allzu gelangweilt hat. Ich verabschiede mich, gehe jetzt ins Bett. Falls es noch jemand liest, bevor es Sonntag 18 Uhr ist, geht wählen. Ganz wichtig. Und ihr wisst, wen ihr nicht wählen sollt. Bei allem anderen halte ich mich raus. Natürlich habe ich einen Favoriten. Aber ihr wisst, wen ihr nicht wählen solltet. Genau, in diesem Sinne. Folgt uns in Social Media. Ich habe heute den ganzen Tag über immer wieder auf Instagram ein paar Bilder hochgeladen. Quasi im Live-Modus könnt ihr euch gerne anschauen. Unter Schwobbeklopp-Fans sein bei Instagram. Das wird auch am Sonntag wieder genauso gemacht werden. Facebook/Schwobbeklopp. Und natürlich dürft ihr diesen Kanal hier gerne, gerne abonnieren, wenn ihr da Spaß dran habt. Und guckt dann, wie gesagt, für den Bericht auf der Seite schwobbeklopp.de vorbei. Aber das wird wahrscheinlich erst im Laufe der Woche was. Wir sehen uns bis dahin. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Euer Lord of Kerry. Tschüss.